Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is one person can matter. Just look what ideas can become. Hallo, ich bin Dominique von Mehr Stempeln. Ja, und ich bin schon total gespannt und total aufgeregt. Ich werde nämlich jetzt gleich mit euch zusammen die neuen Produkte aus dem Jahreskatalog 2021 bis 2022 anschauen. Und ja, vorweg, also wir Stamping Up Demos durften aus einer, aus einer Auswahl, durften uns ein paar Produkte schon mal vorab bestellen. Und ich zeige dir jetzt gleich mal, welche Produkte ich bestellt habe, für welche Produkte ich mich da entschieden habe. Und ja, ich bin schon total gespannt. Das ist auf jeden Fall der Jahreskatalog. Von außen darf ich euch den schon mal zeigen. Ja, und gültig ist der ab den 5. Mai. Also falls du da noch keine Stamping-Up-Demonstratoren hast und in Deutschland wohnhaft bist, dann kann ich dir herzlich gern kostenlos auch einen Katalog zuschicken. Genau, melde dich da einfach herzlich gern bei mir. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt einmal. Ich packe den schon mal eben kurz beiseite. Und ich muss sagen, ich bin nämlich total positiv überrascht. Schaut mal, ist das nicht toll? Ich habe ewig auf so ein tolles Set gewartet. Ja, und es ist endlich da. Ich habe sowas tatsächlich noch nicht in meinem Besitz gehabt. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Ich kann das mal eben noch mal kurz aufmachen. Das ist auf jeden Fall ein Klarsicht-Stempelset. Und was ich ganz, ganz toll finde, dass die Rückwand jetzt auch bearbeitet wurde. Dass wir jetzt praktisch die ganzen Stempel, die wir jetzt hier haben, direkt hier auch aufbringen können. So sehen wir auch immer direkt, ob ein Stempel fehlt. Ja, finde ich total klasse. Also auf das Set damit zu arbeiten, freue ich mich auch schon total. Vor allen Dingen, was ich eben toll finde, dass man eben auch hier direkt noch ein paar kleine Sprüche mit bei hat zum Geburtstag. Oder Grund zum Feiern, heute ist dein Tag, dass man das eben auch, ich sag mal, für eine kleine Geburtstagskarte so super benutzen kann. Ja, also da bin ich total begeistert. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Und ich fange mal an. Ich packe das sonst mal eben ganz kurz mal beiseite. Ich fange jetzt einmal an mit einer Produktreihe. Und zwar ist das die Produktreihe Einfach Elegant. Da, das können wir gleich zusammen einfach mal alles auspacken. Dazu gibt es eine Handstanze und dann haben wir ja noch schöne Bänder. Ich guck gerade mal, Zierschnur, einfach elegant. Das ist einmal Gold und einmal Silber. Packe ich auch gleich nochmal einmal aus. Und dann gibt es dazu auch noch in der Produktreihe noch ein ganz tolles Designerpapier. Also ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Ich werde das gleich mit euch zusammen anschauen. Genau, und das ist jetzt hier nochmal einmal die Stanze. Die finde ich total klasse. Genauso wie auch das Stempelset. Also auf das habe ich mich auch schon wahnsinnig gefreut, weil falls ihr das schon mal gesehen habt, ich mag total gerne so diese schnörkelige und auch so diese Barockmuster. Und das ist ein ablösbares Stempelset. Da können wir dann nachher wieder die Motive drauf einmal befestigen. Ja, und ich bin schon total gespannt. Also das finde ich jetzt schon total klasse. Und auch von den Sprüchen. Guck gerade mal. Da ist er hin. Und auch von den Sprüchen finde ich es ja auch total schön. Also so klassisch wäre es natürlich auch jetzt so für Hochzeiten auf jeden Fall auch gedacht. Da sind schöne Hochzeitssprüche auch bei. Aber auch, ne, wir sagen Danke oder für euch. Also ich finde, das kann man auch anders nutzen. Und diesen Spruch finde ich nämlich total, total klasse. Die schönste Liebesgeschichte schreibt das Herz. Ja. Also da über dieses Set freue ich mich wahnsinnig. Wie gesagt, wegen diesem kleinen Geschnörkel, das ist ja total mein Ding. Und da haben wir eben auch noch die Handstanze dann zu, dass wir dann ja auch noch was Hübsches mit ausstanzen können. Und ja, ich würde sagen, ach nee, die Kurbel zeige ich euch nochmal vorab. Können wir nochmal einmal ein bisschen rausholen hier. Die glänzen nämlich auch total schön. Guck mal, ich hole das mal ein bisschen dichter ran. Also eine richtig schöne goldene Kordel. Ich finde, sowas kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich gucke gerade mal, ob man das hier ein bisschen abbekommt. Hier kann man das nochmal ganz gut sehen. Ja, also schön klassisch auf jeden Fall. Und das passt nachher so super auch hier zu der Produktkollektion. So. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Designerpapier nochmal an. Ich mache mal ein bisschen Platz.
bin nämlich schon total gespannt. Also ich finde das ja schon total schön. Das glänzt auch schon so richtig schön Gold. Ja, ich mag ja so gerne Gold und Weiß. Ich gucke gerade mal. Das Designerpapier, einfach elegant ist das. Genau, hier steht auch nochmal drauf. Schwarz, Anthrazitgrau, Vanille pur und Weiß ist da auf jeden Fall enthalten. Und hatte ich das eben gesagt, also das ist auf jeden Fall im Katalog. Auf der Seite 68 bis 69 im neuen Katalog findet ihr das nachher. Jetzt schauen wir doch mal. Oh, ja. Also ich bin jetzt schon total begeistert. Da ist nochmal die Rückseite. Oh ja, so kann man das auch nochmal schön sehen. Also Vorder- und Rückseite haben wir hier. Ich gucke mal, dass ich das hier mal so ein bisschen hinpacken kann, dass ihr das auch besser sehen könnt. Und das finde ich auch klasse. Das ist jetzt hier einmal Kupfer. Ja, finde ich total schön. Und die Rückseite dazu. Ja, passt auch wunderbar zusammen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich gucke gerade mal, ob wir das hier alles gleich einmal mit drauf kriegen. Und das finde ich auch schön. Das Gold, Kupfer und Silber in einem. Also ich finde das auch wunderbar. Naja, so für Geschenkschachteln kann man das auch super nutzen. Das ist die Rückseite, die ist dann ein bisschen schlichter. Aber ich finde auch Vorder- und Rückseite harmonieren immer richtig schön zusammen, dass man das auch wunderbar dann kombinieren kann. Wenn man da jetzt zum Beispiel eine Karte macht, dann kann man gleich die Vorder- und Rückseite nutzen. Dann haben wir nochmal auch Gold mit Anthrazit. Und eine anthrazite Rückseite. Ja. Ah, hier haben wir nämlich einmal Vanille pur. Das finde ich auch klasse. Das kann man, denke ich mal, auch super auch für Babykarten nutzen. Das ist dann nochmal die Rückseite dazu. Hier ist auch nochmal dieses schöne Muster. Und hier haben wir auch nochmal, das müsste jetzt das letzte sein hier. Oh ja. Und da haben wir jetzt auch nochmal die Rückseite dazu. Die gefällt mir auch total gut mit den Blättern. Ist auch nachher was für den Herbst auch nochmal. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Könnt mir auch sehr, sehr gerne unten mal in die Infobox schreiben, wie euch das Designerpapier so gefallen hat. So, oder die Produktreihe allgemein. Genau, also das ist das Stempelset. Und das ist so gesehen eine ganze Produktreihe. Es gibt natürlich alles auch wieder einzeln, aber ich wollte diesmal eine ganze Produktreihe mal haben. Also das gibt es nachher auch als Produktpaket. Genau, das ist ja immer günstiger, 10% günstiger. Und dann kann man eben noch das Ganze, wenn man das so wie ich jetzt schön finde, gleich die komplette Produktreihe nehmen. Dann hat man alles einmal komplett und es ist schön harmonisch. So, dann haben wir noch eine Produktreihe. Das ist Produktreihe Stiefmütterchen. Die findet ihr auf der Seite 28 bis 29. Und die hat es mir auch total angetan. Das ist einmal schon mal das Stempelset dazu. Das ist auch ein Klarsichtstempelset. Und ja, hier ist es auch wieder wunderbar, dass man alles ineinander auch stempeln kann. Genau, dass man das praktisch ja auch alles schon direkt einmal koloriert hat. Das finde ich ja immer ganz wichtig, gerade auch für Stempelneulinge. Und die Sprüche finde ich auf jeden Fall auch total schön. Und ja, ich kann das mal eben kurz aufmachen. Hier ist das nämlich auch nochmal ganz toll wieder, dass man das dann wieder aufteilen kann und dann auch wiederfindet direkt. Genau, das ist das Stempelset. Und dazu gibt es dann noch Stanzform für die Stanz- und Prägemaschine. Da bin ich jetzt auch schon gespannt. Ich weiß nämlich jetzt auch gerade gar nicht mehr, was da noch bei war. Ich hatte sie ja zwar auf der Abbildung schon gesehen, aber auch noch nicht direkt. Stanzform Stiefmütterchen-Mix. Ja. Und hier können wir nämlich nachher, also die Stiefmütterchen können wir auf jeden Fall noch ausstanzen. Aber ich sehe schon, hier ist auf jeden Fall noch allerhand dabei, dass man hier ganz toll hier
den Stiel zum Beispiel nochmal ausstanzen kann oder auch Blätter sind zum Ausstanzen. Hier ist ja noch das Stiefmütterchen dann. Also da ist auch allerhand dabei. Da freue ich mich auch schon total drauf, das auszuprobieren. Und so, dazu gibt es nämlich auch ein richtig schönes Designerpapier. Ich bin schon gespannt. Da hau ich meine Lampe gleich um. So aufgeregt bin ich schon. Ja, ich glaube, also ich finde das schon total klasse. Und ich werde das einfach mal auspacken. Ich bin komplett verschweißt. Und da bin ich schon super gespannt. Blümchen mag ich ja sowieso. Habt ihr, glaube ich, auch schon mal gesehen, dass ich viel mit Blümchen auf jeden Fall gerne bastel. Und auch gerne Blümchen im Garten habe. So. Bin ich immer gespannt. Ich räume das doch mal am besten noch mal kurz beiseite. Ja, also das finde ich schon total schön. Oh ja, und hier haben wir nämlich noch die passende Rückseite dann dazu. Also das passt auch wieder total klasse. Hier haben wir dann einmal Blätter. Und auf der Rückseite dann noch ein Karo-Muster. Ich muss gerade mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen Platz kriege. Oh ja, hier ist auch noch ein schönes Blümchenmuster. Das sieht auch klasse aus, oder? Ich werde noch nicht so viel verraten. Das werdet ihr gleich noch sehen, was für schöne Farben. Oh ja, und ich sehe gerade dies hier. Genau, hier ist das Tolle nämlich. Da könnt ihr nachher sogar mit der Stanzform, könnt ihr euch nachher die Stiefmütterchen sogar ausstanzen. Das finde ich auch mal ganz toll. Vor allem, wenn es mal ein bisschen schnell gehen muss, dass man auch mal ganz schnell hübsche Blümchen ausstanzen kann. Und hier nochmal mit der Rückseite. So, das finde ich auch total schön. Ich muss sowieso sagen, also dieses Jahr sind richtig, richtig viele schöne Designerpapiere dabei. Ja, erstmal ist es jetzt das hier geworden. Das finde ich auch total schön. Oh ja, Vorder- und Rückseite. Passt auch super wieder, oder? Und so, das da mal unterzukriegen. Noch mehr Blümchen. Hier sind sogar kleine Hummeln drauf. Das ist auch niedlich. Und das nochmal als Rückseite. Und apropos Hummeln, jetzt hätte ich sie fast vergessen. Haltet euch fest. Also falls ihr die Marienkäfer schon so toll fandet, jetzt dieses Jahr gibt es noch ganz tolle Metallaccessoires. Nämlich kleine Hummeln. Und ich finde die so niedlich. Ich habe die gesehen und gedacht, oh ja. Ich versuche die gerade mal hier rauszukriegen. Oh, ich finde die so süß. Schauen Sie, ich will ein bisschen dichter kommen. Mal gucken, ob es klappt. Oder? Ich finde das so perfekt, auch so für kleine, also als Geschenkanhänger, dass man die nochmal oben rauf machen kann. Und das passt auch super, auch jetzt zu dem Papier. Das kann man doch schön nachher so auf eine Karte rauf machen. Ja. Und sie sind der Gold. Finde ich auf jeden Fall auch total niedlich. So, das war auf jeden Fall ein absolutes Must-Have für mich. Ich war auch so froh, dass das schon bestellbar war, dass wir das jetzt schon vorab bestellen durften. So, und jetzt möchte ich euch nochmal ein richtiges Highlight für mich zeigen, bevor ich euch die neuen InColor-Farben zeige. Das ist nämlich das Stempelset. Also ich bin so begeistert, ich habe mich so gefreut. Ihr wisst ja, ich mag das ja auch so gerne. Ja, so ein bisschen verträumt, verspielt und ja, so märchenhaft. Und ja, wo ich das gesehen habe, gesagt, oh, toll. Das ist übrigens nämlich auch ein Gastgeberin-Set. Also das gibt es so nicht direkt zu kaufen. Das könnt ihr euch quasi über Shopping-Vorteile, könnt ihr euch das dann schenken lassen. Genau, also ab 200 Euro Bestellwert könnt ihr euch das dann so gesehen von euren Shopping-Vorteilen dann schenken lassen. Ja, und für mich war es auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Ich habe mich da so gefreut, weil ich finde das einfach total schön. Also den Schwan sowieso und auch die Rosen dazu, also so dieses Märchenhafte. Ja, ich finde, das passt auch so schön dann noch zu dem Designerpapier. Ja, bin ich auch schon super gespannt. Genau, es müssten auch Klarsicht-Stempel sein.
Und hier kann man das dann auch wieder wunderbar. Also ihr seht ja auch, das ist dann die Originalgröße auch. Also so groß sind die tatsächlich. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch richtig schön für Tassen zum Bestempeln. Also ja, ich finde vom Motiv, da kann man auf jeden Fall ordentlich was machen. Genau, und jetzt kommen wir endlich zu den In-Color-Farben. Da freue ich mich auch schon so. Ich bin schon gespannt, was ihr sagt. Und zwar, ich zeige euch gleich vorab schon mal. Tada! Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch meine Lieblingsfarbe. So ein richtig schönes Bonbon-Rosa. Und dann haben wir hier noch das Fräsien-Lila. Und dann das Papaya. Und hier muss ich sagen, die finde ich auch so, so schön. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Celadon. Und dann noch ein Lodengrün. Ja, also hier kommt das vielleicht jetzt gerade nicht so richtig zur Geltung. Aber wir wollen ja noch das Papier dazu auch nochmal auspacken. Das ist nämlich echt total schön. Also die Farben. Ich habe mich so gefreut, wo ich sie endlich gesehen habe. Gedacht, juhu, es ist auf jeden Fall ein Rosa dabei. Rosa mag ich ja sowieso so gern. Aber worüber ich mich richtig gefreut habe, sind auf jeden Fall auch die Grüntöne. Die sind ja auch so schön, auch für die Weihnachts-Winterzeit. Ja, ist zwar gerade erst hinter uns, aber ich denke auch immer voraus. Und ja, hier kann man das nochmal richtig schön sehen. Ich versuche euch das mal gut hier einzufangen. Das ist auf jeden Fall hier einmal das Papaya. Ich denke, das kann man ganz gut schon sehen, oder? Ich kann das ja mal eben hier, kann man das vielleicht besser auch vergleichen. Damit mal raufpacken. Und dann haben wir hier das Fräsien-Lila. Ich mache hier mal einfach so kleine Stapel. Den Farbton finde ich nämlich auch total schön. Das ist das Celadon. Wie gesagt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, ich finde das total schön. Oh, ja, und jetzt kommt das Bonbon-Rosa. Wie gesagt, da habe ich mich auch total gefreut. Und ich glaube auch mit dem Bonbon-Rosa, damit kann man, glaube ich, auch wunderbar, nachher mit dem schönen Designerpapier von der Produktreihe einfach elegant, bestimmt auch tolles bezaubern. Ich finde immer so einen kleinen Farbtupfer, sieht immer ganz toll aus. Ich kann euch das dann mal kurz zeigen. Ich versuche euch den Farbton einzufangen, aber das ist so schön. Ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert von den neuen In-Color-Farben. Achso, Bänder hatte ich noch dazu. Ich hatte jetzt leider auch nicht alle Bänder, aber ich kann euch das gerade mal eben einmal noch mal zeigen. Mal eben kurz. Ich sehe gerade, ich bin ja fast im Bonbon-Rosa. Ja, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich versuche das gerade mal eben hier schnell mal nochmal aufzumachen, dass ihr euch nochmal eben die Bänder angucken könnt. Das finde ich mal ganz schön, dass da immer passende, dass es noch passende Bänder dazu gibt. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwo jetzt gerade eine Öffnung, aber ich bin gerade so aufgeregt und freue mich gerade so. So. Ja, oder? Ich finde das total schön. So einen schönen Glanzeffekt. Oh, mit dem Gold jetzt so zusammen, mit meinem Ring gerade. Ja, also ich freue mich da auf jeden Fall wahnsinnig, dass wir auch so schöne Bänder dazu jetzt wieder haben. Ich gucke mal. Kurzer Eingang, gibt es hier bestimmt eine Öffnung. Ich glaube, hier ist sie auch. Das kriegen wir gerade schon so einmal auf. Jetzt mache ich das hier auch nochmal. Da kann ich euch die Bänder gerade nochmal einmal schnell zeigen. So. Jetzt auch mal das Papaya. Oh, ich finde das so schön. Und hier das Celadon. Der Celadon. Oder? Ja, ich bin mal gespannt. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr so die neuen In-Colors findet und ja, wie ihr jetzt gerade so meine Auswahl
von den Produkten her findet, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, und ansonsten ab den 5. Mai ist es auch soweit, dann dürft ihr auch schon aus dem neuen Katalog bestellen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch schon so aufgeregt und gespannt, was da noch so für Produkte drin sind. Ja, ich werde die Kataloge, hoffe ich, jetzt mal zum Wochenende vielleicht sogar bekommen oder Anfang nächster Woche, dass ich die euch dann auch rausschicken kann. Und dann könnt ihr auch ganz in Ruhe noch bis zum Katalogstart drin stöbern. Und genau, ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst mir doch herzlich gern auch einen Daumen nach oben da. Und falls du Lust hast, abonniere auch herzlich gern meinen Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!